Willkommen zurück zu Let's Play Two Worlds 2, Freunde. So, unser Inventar war das letzte Mal ja ziemlich voll. Jetzt werden wir mal eben kurz hier reingehen, denn das gehört ja auch dazu und das möchte ich euch selbstverständlich auch zeigen. Wir haben hier mehrere Sachen bekommen. Die Reisestiefel können wir natürlich direkt klein machen. Ein Silberring mit Stein, hieß es doch, haben wir doch irgendwie bekommen, oder? Oder vielleicht auch nicht, aber wir haben ein Ritterschild bekommen. Da bin ich ja mal gespannt, wie stark das sein soll. Der Rundschild ist natürlich schwach. Wo ist es? Ach, hier ist das Ritterschild mit 56. Schade. Ja, Asrials Zorn ist natürlich dagegen schon viel stärker. Ja, wie machen wir es denn? Hier auch ein Ritterschild. Ja, schade. Ich dachte, da wäre ein besonderes dabei gewesen. Ist es natürlich nicht. Asrials Zorn hat vielleicht nicht so viel Blockfreunde, hat aber mehr Damage. Und der Style des Schilds gefällt mir doch viel besser. Aber hier ist ein Köcher mit erhöht Maximalgewicht. Aha. Das ist natürlich auch cool. Dann gibt es auch solche Steine mit dabei. Finde ich richtig gut. So, wollen wir mal gucken. Was ist denn hier? Ja, auch wieder eine Zweihandwaffe. Ist aber alles andere als stark. Und jetzt haben wir wieder die ganzen Dreikanter, wovon ich so und so kein Freund bin. Ja, die machen wir natürlich alle klein. Schlachtenhammer ist viel zu schwach mit seinen 33 Schaden, den er da verursacht, selbst wenn wir den dann aufgewertet bekommen. Dass er dann vielleicht irgendwann mal 100 Schaden macht. So, den können wir auch klein machen. Und dann haben wir natürlich hier nur noch die normalen Bögen, ne? Ja, gut, ist ein blauer dabei, aber ohne Kristall. Und dann macht er auch nur 14 Schaden. Der letzte hat ja 16 Schaden gemacht. So, machen wir die mal eben fix alle klein. Und dann müssen wir doch eigentlich mal gucken. Wir könnten doch mal hier die Lederrüstung. Ne, der Helm war ziemlich neu. Ich denke mal, dass wir so einen Helm hier länger tragen. Auch mal aufwerten. Denn wenn da nämlich dann auch so ein Stein drin ist, da können wir uns nämlich jetzt aussuchen. Wir nehmen natürlich den mit, ja, maximale Ladung um 20. Sowas nehmen wir dann mit. Ja, natürlich, der Schadenskristall passt nur in Waffen rein und Wassermagie mit Wasser. Oder Magie selbst haben wir nichts am Hut. Aber der Adlerköcher, den könnten wir jetzt auch nochmal schmieden. Oh, der kostet aber jetzt schon, ne? Hör mal. Na, geh raus. Ich will da nichts reintun. Naja, so. Ach so, geht von alleine weg. Wenn wir den aufwerten, kriegen wir nochmal 10 Schaden drauf. Es ist lange her, dass wir einen Köcher gefunden haben. Wisst ihr, was ich meine? Und ich will eigentlich auch nicht so viele Materialien vergeuden, denn ich bin der Meinung, wir kommen auch so ganz gut zurecht. So, alles klar. Jetzt können wir auch hier nochmal reingrabbeln. Der hat wieder. Oh, ein Doppelkreuzschild. Okay. Können wir so etwas wieder hier mitnehmen? So, hat man noch hier einen? Nee, ne? Nee, dürfte nicht sein. So, Waffen Z2. Hier können wir auch nochmal eben kurz reingrabbeln. Und dann steht er da auch schon alleine, wie es ausschaut, ne? So, wo ist der denn? Ach, der soll das sein. Okay. Ah, oh, ich meine, gespeichert haben wir. Sind wir einfach mal. Oh. Vorsichtig. Wer bist du denn, verdammt nochmal? Warum hast du diese hirnlosen Ungeheuer umgebracht? Jetzt muss ich mir neue suchen. Roktor lässt dich schon grüßen. Roktor? Was denn? Dieser alte Hurensohn von einem Ork ist immer noch am Leben? Pech für dich. Aber so ist es. Bereite dich auf den Tod vor. Warte doch! Gewalt bringt uns hier nicht weiter. Hör dir erst an, was ich zu sagen habe. Na schön. Du musst mich nicht umbringen. Wir könnten einen Handel abschließen. Klar. Du verschonst mich und ich gebe dir was. Dann verschwinde ich und du wirst nie wieder von mir hören. Vielleicht habe ich ja Interesse, was hast du anzubieten? Nö, definitiv nicht. Du verdienst es nicht, weiterzuleben. Was bist du? Ein Freund der Orks? Wie krank ist das denn? Aber los, komm her und zeig mir, was du drauf hast. Ja, das werden wir doch mit aller Es Freude gibt auch immer machen. etwas, So, was ich dann nicht wollen wir doch kann. mal gucken. Ach, ein Pfeil und Bogen hat er sogar. Ah, jetzt steigt er auf einen Hand um. So, komm her. Hör auf zu Das ist gut. blocken, sonst kriegst du richtig böse einen rein. Warum läuft denn jetzt weg? Bleibst du hier? Hör mal, dich kriege Was hast du ich. davon? So, da ist er auch hinüber, Schön. Freund. Was hat er denn jetzt dabei? Irgendwas Besonderes für uns?
Auras, Eigengiftbombe, vielleicht der beschlagene Holzschild vielleicht. So, da gucken wir aber erst gleich ins Inventar. Denn ich will mal gucken, was haben wir denn sonst noch hier? Ich sehe schon, hier ist die erste. Oh, die ist sogar nicht verschlossen. Eieieiei. Da ist ja gar nichts drinne. Was soll das denn? Die haben wir aber nicht aufgemacht in den letzten Parts oder so. Ja, ansonsten ist hier ja gar nichts. Schade eigentlich. Hallo, hübsches Pferdchen. Ich nehme doch jetzt einfach mal mit. Ne, ich meine, du kommst auch hier wunderbar alleine klar, aber hier sind doch so gefährliche Ameisen. Und deswegen nehmen wir dich doch jetzt mal mit. So, hat ja eigentlich wunderbar geklappt. Ne? Ich meine, wir hätten jetzt den Handel auch eingehen können. Klare Sache, Freunde. Aber ich bin da ehrlich gesagt nicht so ein Freund von, wenn er uns schon gebeten hat, der Rockdor. Und wir sind ein Freund der Orks. Ich meine, letzten Endes haben sie uns auch befreit, dass wir den dann da am Leben lassen. Am Ende macht er dann noch mehr Probleme und wir sagen dem Rockdor, ja, ja, klar, wir haben uns um alles gekümmert und sind denen dann in den Rücken gefallen. So, aber ich würde sagen, jetzt geht es erstmal weiter, ne? Denn wir müssen noch jemand ganz wichtigen Bescheid sagen und ich hoffe, dem ist nichts zugestoßen in unserer Zeit, wo wir hier rumgurken. Wegen dem Mann der schwarzen Kutte. Ich bin mal gespannt, ob wir den vielleicht auch persönlich da mal sehen. Ich gehe jetzt gerade mal ein bisschen außerhalb des Weges. Es müsste nämlich hier oben jetzt gleich schon sein. Da haben wir noch einen Teleporter und da sind auch direkt wieder Feinde. Komm, ich habe eine Idee. Wir bringen mal das Pferd. Ja, ja, genau. Ihr seht mich jetzt. Genau, so schwupps. Einmal hier rüber. Wir bringen das Pferd jetzt mal eben zur Ausgrabungsstelle. Da wollte ich mich eh mit den Leuten mal unterhalten. Achso, eine Ameise ist es nur gewesen. Vielleicht können die besser mit dem Pferd irgendwie was machen. Ich meine, ist ja auch ein tolles Arbeitstier. So ist es nicht. So, da ist der Teleporter und hier wollte ich eigentlich hin. So, also lassen wir hier mal vor der Tür stehen, absteigen und dann unterhalten wir uns doch hier auch mal. Wenn wir natürlich auch rüberkommen, was die hier eigentlich machen. Bauen die hier ein neues Haus? Dürfen wir uns hier unterhalten? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Nee, ach doch, da, da ist einer, da sehe ich ihn. Aber es sieht mir doch ganz nach einem Handelssymbol aus, oder? Nö. Ein neues Gesicht. Bist du auf der Durchreise? Ich schaue mich ein bisschen in der Gegend hier um. Du baust ausgerechnet hier ein Haus? In einem Hungergebiet? Nenn es Optimismus. Naja, vielleicht war es ja nicht die beste Idee. Ich meine, ich bin mit meinen alten Nachbarn nicht klargekommen. Verstehe. Du verstehst gar nichts. Ich habe ein Problem. Ein Problem mit diesem blöden Pavian. Ich meine, seit sie die Ausrüstung geklaut haben. Helfer beim Hausbau ohne Spaten? Du verstehst? Ich meine, wo soll ich jetzt so schnell Ersatz herkriegen? Vielleicht kannst du mir ja helfen und mir den Weg ersparen. Ach ja, komm, warum denn nicht, ne? Ich habe nicht vor, hierher zurückzukommen. Keine gute Idee. Naja, dürfen wir nicht. Na gut, dann. Ich habe nicht vor, hierher zurückzukommen. Du hast mich falsch verstanden. Ich wollte nicht, dass du neue kaufen gehst, sondern dass du mir diese elenden Paviane vom Leib hältst. Ich meine, dass du mir sagst, wo sie die Spaten versteckt haben. Ich zahl dir auch 100 Auras dafür. Sagen wir 150, dann sind wir im Geschäft. Gut, das ist sehr gut. Ach so, die Paviane. Also, ich habe sie bis zu einem Tal hier in der Nähe verfolgt. Warte, ich zeig's dir auf der Karte. Ich sag's dir, diese Paviane sind ein Haufen falscher Hunde. Na, fass dich da mal nicht an die eigene Nase, ne? Wenn du mit deinem Nachbarn nicht klargekommen bist in so einer Welt hier, kann ich mir auch schon vorstellen, woran es liegt, ne? Vielleicht an krumme Geschäfte oder so und jetzt sind die da hinten. Na gut, okay, wir haben ja direkt das Pferd hier. Dann wollen wir das natürlich auch eben machen. Ich meine, 150 Auras hin oder her ist ja auch gute Erfahrung, die wir damit einkassieren. So, dann einmal kurz hier rüber und nanu. Achso, Ameisen. Ja, hallo, seid gegrüßt, Freunde. Ich hoffe, wir hauen jetzt nicht aus Versehen unser Pferd hier. So, genau, bleibt ja liegen. Das will ich doch schwer hoffen. Schauen wir mal. Wunderbar. Man kann sich nämlich auch unser Leben regenerieren. Das tut es natürlich sehr, sehr fix. Und da könnten wir eigentlich auch, weil wir ein Level-Up ja auch gehabt haben, da auch wieder einen Punkt reinmachen.
Weil diese Lebensregeneration finde ich verdammt gut. Ja, automatische Speichern, mach du ruhig mal, wenn die Zeit schon dafür wieder gekommen ist. So, und jetzt sollen wir hier ganz viele Paviane umhauen. Bin ich natürlich gespannt, wie viele es eigentlich sind. Ja, und das sieht doch nach einigen aus, oder? Nochmal eben kurz hier rüber geguckt. Da war nämlich das Pflänzchen. Ich hab Gesellschaft. Achso, so ein Nashorn. Ja, komm. Das wollen wir mal eben kurz mitgehen lassen. Ne? Oh, und da kommt direkt die Horde vom Paviane auf uns zu. Ja, ich sehe es gerade schon. So, hallo Freunde. Meine Güte, das wird ja ein richtiges Schlachtfest hier. Na, oh, na, bleibst du hier. Hör mal. So, jetzt aber. So, und der Rest von euch. Ja, da könnt ihr ruhig einen Stein schmeißen, Freunde. Das hilft euch ehrlich gesagt nicht. Ey, ist auch eigentlich wirklich nicht nett, ne? Ich meine, die Paviane tun ja sonst eigentlich nie irgendjemandem was. Oh, da musste er laden. Aber naja, gut, für das Geld. Ich meine, wir machen das ja gern. Komm, Nashorn, jawohl. Aber wenn man so am Anfang des Games ist, dann sind es ja auch richtig viele. Ach, hier noch die Ameisen. So, alles klar. Wunderbar. Das müsste es ja dann eigentlich schon gewesen sein. Gucken wir uns mal eben hier ein bisschen um. Dass hier so ein Pflänzchen versteckt ist. Weil ab und zu gucke ich ja dann doch danach. Ja, das müssten doch jetzt alle Paviane gewesen sein, oder? Habe ich gerade wieder so einen Frosch im Hals. Aha, da haben wir doch noch was. Ja, und dann könnten wir eigentlich direkt wieder zurück und dem Bescheid sagen und unser Geld kassieren. Ist doch nett. So. So, mal eben kurz geräuspert. Dank dem Kloß im Hals. So, dann mal eben wieder zurück. So, dann will ich doch jetzt hoffen, nach der ganzen Zeit... Oh, Pferd, lass das sein. Nach der ganzen Zeit, dass dem Kollegen von Norta auch nichts passiert ist. So, dann noch einmal hoch zur Ausgrabungsstelle. Und dann machen wir weiter in unserer Story nämlich. Zumindest eigentlich nur eine Nebenaufgabe, ne? Aber ich meine, das hat ja auch alles irgendwie sein Gutes. So, und hier lassen wir nämlich das Pferd stehen, denn wir haben auch eine Menge Warns da um die Ecke. Da brauchen wir das Pferd nicht. Aha, du bist zurück. Ich war in dem Tal, aber deine Spaten habe ich nicht gefunden. Du bist ein Vollidiot. Zum Dank beschimpfst du mich? Hast du nicht gemerkt, dass die Leute, die mit mir gearbeitet haben, Banditen waren? Sie haben mich gezwungen, dich mit irgendeiner Geschichte wegzulotsen, damit sie mich in Ruhe weiter ausrauben können. Sie haben alles mitgenommen, was ich hatte. Oh. Ups. Ich hab dir extra eine total bescheuerte Geschichte erzählt, damit du den Braten riechst. Aber Fehlanzeige. Sie haben mich die ganze Zeit bedroht. Freust du dich nicht, dass du die Paviane los bist? Soll ich jetzt vielleicht Danke sagen? Ich hab nichts mehr, falls du auf eine Bezahlung für deine Dienste wartest. Oh, klasse. Ja, okay, darauf bin ich natürlich nicht gekommen. Raffiniert gemacht. Gutes Spiel. Raffiniert gemacht. Ich meine, war ja auch eine bescheuerte Geschichte. Ja, gebe ich ehrlich zu, aber... Als nächstes werde ich hier einen See anlegen. Gut, okay, ich hoffe, er ist nicht böse und ich habe mich schon gewundert, so viele Leute und... Ach, verdammt. Haben wir es ja voll vergeigt. Eieiei. Oh, Freunde, da müssen wir ja aufpassen. In ferner Zukunft, was wir hier für Aufgaben, ja, annehmen. Oh, Backe. Damit habe ich nicht gerechnet. Also vom Banditen dann nur ausgeraubt worden. Na, klasse. Naja, schade drum. Wir haben die Erfahrung genommen, natürlich nicht das Geld, aber naja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So, den nehmen wir hier mit, der Präzision. Und da werden wir auch direkt mal hinwechseln auf das andere Waffenset. Nanu. Du kommst mit. Denn die ganzen Warns, die uns da an den Weg stehen, die werden wir natürlich auch mal eben umholzen. So, genau. Kommt mal runter, Freunde. Du kommst da, glaube ich, schon eher. Ne, treffen wir natürlich wieder nicht. Oh, jetzt geht's aber los. Komm. Dafür habe ich natürlich keine Geduld und auch keine Lust und keine Zeit. Nummer 1. Ach, guck mal, wie süß. Glaube ich ja jetzt nicht, ne? So, zack. Ja. Ach, guck mal, der Schatten. Von den Vögeln von oben. Geil gemacht. So. Meine Güte, meine Güte. Ja, wie viele haben wir denn? Da haben wir einige da. Oh, und da geht das Pferd durch. Im wahrsten Sinne des Wortes.
So, da mal hingeschossen und noch einmal ist er ein Bogenschütze und das war's doch direkt mit dir. Eine schöne Sache, dass wir so stark geworden sind. So, eingesammelt. Oh, du kannst dich auch wieder beruhigen, ne? Das war alles gut, ich bin ja schon da. So, hier einmal rein. Ja, habt ihr euch wohl gerade ausgeruht? Ja, sehr schön. Komm her. So, Nummer 2. Ein kleines Lager, aber immerhin. Wo sind eure Truhen? Jetzt sag mir, ihr habt keine Truhen da. Och, hör mal, Hotta, du irritierst mich. Hör auf damit. So, hier ist doch immerhin eine. Wollen wir natürlich auch mal eben kurz aufmachen. Dort rein, dort rein, dort rein. Wunderbar. Und dann gehen wir auch dann jetzt wirklich nach oben. Belohnung für Schlösserknacken erhalten. Ein Skillpunkt. Gefällt mir richtig gut. So, oh, mit Luft. Okay, interessant. Haben wir jetzt schon 2 Luft. Schöne Sache. So, Karte geöffnet. Sind wir jetzt dann langsam da? Oh, okay, das ist ja noch ein ganzes Stückchen. Ach, ja gut. Mit gezückter Waffe geht's dann los. Wir kennen den Weg ja durch den Marathon laufen. Nehmen dann natürlich dann das ganze Viehzeug mit, was wir hier auf dem Weg treffen. Zum Beispiel wir oben. Hallo Vogelstrauß. Ja, tut mir leid. Aber ich brauche eure Materialien. Zumindest Reagenzien. Haben wir dich? Nee, jetzt haben wir dich. So, wer wollte da mitmachen? Oh, komm her, Schweinchen. Jetzt läuft das Schwein sogar weg. Warum? Weil wir zu stark sind. Ich weiß es nicht. Laufen Tiere von uns weg, wenn wir zu stark sind? Wo sie dann gar keine Chance mehr gegen haben? Würde mich ja ehrlich gesagt interessieren. Oh, was haben wir denn da? Aha. Mal eben das Schwein umgehauen. Was haben wir hier unten noch? Achso, er speichert. Ah, wieder eine gute Ameise. Da hinten noch ein Sträußeli. Ah, was ist das denn hier Schönes? Können wir ja rein. Hier können wir sogar rein. Normales Schloss. Nanu? Ah, da habe ich mich gerade verklickt. Ich muss mich eigentlich direkt in den nächsten rein. Ja, okay. Oha. Ziemlich dunkel und kalt. Ja. Öffne mal die Karte. Ja, wo sind wir denn hier wirklich? Oh, Freunde, da würde ich aber sagen, machen wir auf jeden Fall direkt mal schnell speichern. Wo sind wir denn hier gelandet? Da ist ja mal was ganz anderes. Keine Skorpione, oder? Nee, Skelette, Nekris. So, wie ich es halt sehe. Aber das müssten Nekris sein. Hi, grüß dich. Oh, und sogar mehrere. Ja, aber ja, immerhin. Ne? Die halten schon was aus. Aber wenn wir sie treffen, dann tut es natürlich auch weh. Komm, mächtiger Schlag hier. Den kriegst du auf jeden Fall rein, wenn du hier weiter blockst, Freund. Jawohl. Ach, komm. Tut doch gar keinen Schaden austeilen. Jawohl. Und der nächste, bitte. Ja. Hör auf zu blocken. Oh, da bin ich wirklich gespannt, was hier drin ist. Jetzt sind wir doch einfach mal reingegangen, weil es auch verschlossen war. Wer weiß, was wir hier drin finden. Also, da bin ich echt neugierig. Denn so wenig Schaden, wie die austeilen, haben wir auch gute Chancen zu überleben hier drin. Machen wir nochmal den Schlag. Hören nämlich auf zu blocken. So, jetzt aber. Du hattest, meine ich, noch ein Schild dabei, eben Waffe wegstecken. Oh, wo sind wir denn hier? Hör mal. Achso, hier ist der Weg versperrt, wie es ausschaut. Okay. Schade. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Hm, ob wir hier was Tolles finden? Denn bisher wurden wir nicht so reich belohnt, was solche Sachen hier angeht. Ich weiß nicht, ob es gut war, dass wir hier hingekommen sind. Denn so Skorpione stehen bei mir schon langsam auf der schwarzen Liste. Ich mag das Viehzeug nicht mehr hier. Zumindest im Spiel. Die sind ja wirklich faszinierend bei uns, auf unserer Welt. Aber hier im Spiel, das ist andere als schön, gegen die zu kämpfen. Gerade wegen ihren doofen Resistenzen. Die halten einfach zu viel aus. So, einmal um die Ecke. Kommst du noch nach? Nee, ne? Oder? Ach, da ist er. Na, jetzt dreht er gerade wieder um. Ich glaub's ja nicht. Komm, treff ihn nochmal. Er kennt nämlich den Weg nicht hierhin, ne? Findest einen Weg nicht. Oder? Täusche ich mich? Findest einen Weg doch? Na, wie sieht's aus? Findest du ihn doch oder bleibst du da jetzt stehen? Der kann nicht um die Ecke laufen. Oh, ja, dann, komm. Soll nicht unser Schaden sein? Ach Mensch, jetzt läuft er direkt wieder weg. Ey, Scorpi, bleib schön hier. Ganz genau. So, dann tun wir den nämlich natürlich eben umhauen. Da sind wir auch wieder kurz vom Level-Up. Ich freue mich ja immer über jeden Stufenaufstieg, den wir dann da haben.
Aber ich würde sagen, Freunde, da die Zeit schon wieder reif ist, ich hoffe, es hat gefallen und bis zum nächsten Mal.